Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die OGG. Ich merke gerade, da ist ein Staubkorn hier auf der Kamera. Wie findet ihr diese Quali dieser neuen Kamera? Sagt's mir bitte und in der Kommentar-Eingabeliste, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, dass der YouTuber Mois ein Diss abbekommen hat von den Automatikbrüdern, meine Lieben. Und zwar haben sich die Automatikbrüder seit einigen Jahren mal wieder irgendwie, sag ich mal, ein bisschen versucht zu pushen und haben natürlich den Mois genutzt als Promo-Welle, würde ich mal so sagen. Vielleicht ist das auch eine geplante Promo-Welle von den drei Rappern, sage ich mal, Automatik und Mois. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. So, und ich meine das ernst, Bruder. Was? Er hat gesagt, du Hurensohn, mach nicht so. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Wisst ihr, wo er wohnt? Sag ich nicht. Ich schwöre, nein. Wallah, ich gehe dahin und schlag ihn zusammen. Ich schlag ihn zusammen. Fakt ist, der Beef ist entstanden und ist auch ganz schnell wieder irgendwie in Luft aufgelöst worden. Ja, die Rapper Automatik haben sich gemeldet. Und zwar in einem Instagram-Post. Alles ist cool. Der YouTuber Mois ist nicht beleidigt worden, ja, mit dem Wort, das wir nicht nennen dürfen, sondern es hat sich herausgestellt, dass es einfach irgendwie unwillkürlich oder sagen wir mal unmissverständlich aneinander gerückt wurde, dass es aussah, als wäre es ein Diss, ja. Fakt ist, es hat Promo gegeben für beide Parteien und es gibt natürlich eine Versöhnung. Ich blende euch mal kurz das Video von Automatik ein, der hat es wohl ein Telefonat gegeben zwischen Automatik und Mois. Meine lieben Freunde, zieht es euch rein, ich blende es euch jetzt, genau jetzt ein. Yo, was los? Automatik hier mit einer Ansage. Wir hatten heute einen kleinen Zwischenfall mit Mois. Wallah, ich gehe dahin und schlag ihn zusammen. Es passt alles, wir haben uns geeinigt und im Endeffekt wollte ich ihn nicht dissen mit der Zeile. Im Gegenteil, ich wollte ihm nur Props geben. So. Safe. Wir haben wie echte Männer geredet, die Sache geklärt und inshallah werden wir uns dieses Jahr noch treffen, haben wir ausgemacht, zusammenarbeiten und was machen. Also seid gespannt, okay? Freunde, es ist alles geklärt, also es gibt da kein Beef mehr. Alles ist frisch, fresh, fresh. Der Mois ist zufrieden, es gibt kein Beef mehr, es gibt einfach nur Promo für alle und Promo für mich und Klicks gehen auf eure Nacken, meine lieben Freunde. Ich danke, dass ihr euch dieses Video bis hierhin angeschaut habt. Bitte lasst mir einen Kommentar da und bitte abonniert nicht diesen Kanal, auf gar keinen Fall. Und ich würde sagen, falls ihr nicht abonniert habt, die mich abonniert haben, bis demnächst und peace and out.